Ich glaube, Künstliche Intelligenz ist tatsächlich der Treibstoff für die jetzt kommende digitale Revolution, weil man damit es schafft, menschliche Erfahrungen unendlich oft ausführbar zu machen. Und das bedeutet ja, dass sich unser Wirtschaftsmodell, was bisher darauf ausgelegt ist, Menschen und deren Zeit zu vermieten, damit sie irgendetwas tun, komplett auf den Kopf stellt. Auf den Kopf stellt bedeutet, dass die Menschen eigentlich nur noch da sind, was heißt eigentlich nur noch, endlich dafür da sind, wieder neue Erfahrungen zu generieren und die Produktion selbst von den Maschinen durchgeführt wird. Und das hat natürlich gravierende Auswirkungen. Ich glaube, in den nächsten 10 Jahren haben wir garantiert ein komplettes unterschiedliches Modell. Ich glaube zum Beispiel, dass Krankenschwestern besser bezahlt werden als Ärzte, weil sie etwas tun, was maschinell überhaupt nicht machbar ist, wohingegen die pure Behandlung von etwas sehr gut maschinell machbar sein wird. Ich glaube nicht an die großen Superintelligenzen, die uns alle in die Tasche stecken oder aus Versehen umbringen. Aber ich glaube stark daran, dass sich unser Wirtschaftssystem sehr zum Positiven ändert, weil Menschen ihre Zeit wieder zurückkriegen.